So, ruhiger Abend, also sage ich schnell doch noch mal was zu diesem großen Ding mit dem lieben Boris Palmer. Das war wirklich dumm mit diesem N-Wort. Ja, und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt zum Beispiel irgendwie Neger sagen darf, weil es dann von YouTube gleich irgendwie, aber ich muss mich ein bisschen sputen, denn es geht darum, dass ich selber dieses Wort auch benutze und auch weiterhin benutzen werde. Ja, und das hat aber halt eine bestimmte Bedeutung. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Boris Palmer irgendwie das auch so richtig irgendwie und deswegen, er behauptet ja irgendwie, ja, es geht hier um diese Cancel Culture, irgendwie dummes Wort. Also ich nenne das sind die Öko-Nazis. Und was da irgendwie mit diesem viralen Rufmord, was das eigentlich ist, ist halt irgendwie, was damals zur Nazi-Zeit irgendwie die Reichskristallnacht gewesen ist. Also, dass so die kollektiv gemeinsam ihren Hass und auslebt, um irgendeine schwächere Gruppe irgendwie kaputt zu machen, ja? Und heute in der Informationsgesellschaft eben hat halt der Ruf und das. Es müssen jetzt keine Scheiben mehr eingeschlagen werden. Es reicht einfach, dass man mir, me too und wir gemeinsam oder so. Und deswegen, auch wenn vielleicht irgendwie das eine gute Sache ist oder sowas, wenn prinzipiell irgendwie so ein moralischer Aufschrei, der dann eine Person irgendwie tot ist, ist grundsätzlich faschistoide. Ja? Deswegen hat der Boris irgendwie, der irgendwie hat sich da triggern lassen. Ja, und aber es geht eigentlich um was anderes aus diesem Spektrum des Faschismus. Ja, und deswegen möchte ich das kurz erklären. Fange ich nämlich gleich an, dass ich dieses Wort irgendwie durchaus verwende. Und zwar habe ich es wirklich, mache ich auch immer, also ich bin öfters aktiv bei Kickstarter, das ist diese Crowdfunding-Kampagne, Plattform wie Indiegogo. Und da taucht halt immer ab und zu so eine kleine Kampagne, irgendwie so Amerikaner, weiße Amerikaner oder weiße Europäer auf, die dann irgendwie so ein paar tausend Euro, um dann nach Afrika zu gehen und da irgendwie mit dem Solarmodul die armen Dorfbewohner, weil die irgendwie zu dumm sind, sich selber zu helfen. Und ja, aufgepasst, das war jetzt eigentlich auch schon wieder rassistisch. Ich habe gesagt, dass die Afrikaner zu dumm sind, sich selber zu helfen. Ja, ist rassistisch, ja. Aber ich wollte damit eben nicht meine Meinung ausdrücken, sondern die machen so eine Kampagne, so alles so schön und gut und so, aber eigentlich irgendwie, ja, naja, diese Dummen, irgendwie brauchen halt unsere Hilfe. Also sie inszenieren sich selber als die Retter, ja, die weißen Retter, die dann nach Afrika. Und das Besondere, irgendwas mir halt immer auffällt bei diesen Kampagnen, ist immer so ein schönes Foto von so kleinen, lieben, lächelnden Negerkindern. Genau. Die Negerkinder. Und das werde ich auch in Zukunft so weiter sagen, obwohl ich selber die nie als Negerkinder bezeichnen würde. Ja? Ich reg mich auch immer auf, wenn Bekannte irgendwie dann irgendwie von den Asylanten reden. Ja? Da weise ich sie immer darauf hin. Asylant, das ist Querulant, Denunziant, das ist eine negative Färbung. Ja? Man sollte dann lieber Asylsuchende oder Asyl beantragen irgendwie. Also das drückt tatsächlich, wenn die Leute von Asylanten reden, ist das so was Abschätziges, ja. Aber genau das will ich halt ausdrücken, ja. Ich möchte irgendwie praktisch sagen, dass die sich jetzt so gut hinstellen, also oh, die Retter, die danach Geld sammeln und danach, die tun das eigentlich nicht für die Afrikaner, die tun das für sich, damit sie und damit sie halt, das ist ein christlicher Missionar irgendwie tun oder sowas, ja. Damit sie das halt irgendwie, brauchen sie irgendwelche armen Menschen, irgendwelche bemitleidenden, irgendwie schwächeren, minderwertigen, irgendwie die Negerkinder oder so. Also, ist jetzt so eine Behauptung, kann man drüber streiten, aber es ist halt wirklich, ich bin drauf gekommen, ja, weil in diesen Kampagnen ist das immer. Es kommt immer, es ist immer, es ist ein Muss, da müssen so kleine Foto von so kleinen schwarzen Negerkindern hin, ja. Und deswegen auch irgendwie, wenn ihr da irgendwie so diese großen Plakate an der Straße von Brot für die Welt oder so, und dann sind da nicht kleine schwarze afrikanische Kinder drauf, dann sind das kleine schwarze Negerkinder. Ja? Das würde ich nie sagen. Ja? Ich möchte damit eben das Weltbild dieser Menschen zum Ausentlarven, die sich so als die guten Menschen hinstellen. Ja? Und die diese benutzen, diese kleinen Kinder benutzen, um halt auf
fangen zu gehen. Ja, und es ist auch die Zielgruppe, die sich davon angesprochen fühlen. Ach ja, diese armen kleinen Kinder, die irgendwie und so von wegen, dass die halt so was Niedrigeres sind und sie sind so die Guten. Ja, kann man drüber streiten. Ich möchte jetzt nur die Feinheit der deutschen Sprache zum Ausdruck bringen. Ja, ich weiß nicht, ob das Ironie ist oder ob Sarkasmus ist. Ja, diese entlarvende Übersteigerung, ja, aber von mir aus ist es auch Ironie, ja. So, und dann habe ich mir mal diesen Boris Palmer irgendwie, was der da sagt, der Punkt ist jetzt, worauf ich mich hinaus will, ich habe es nicht verstanden. Okay, bei Facebook irgendwie bin ich nicht und deswegen, ich meine, Boris ist eh blöd, was sind denn bei Facebook? Das sind 100% hirndegenerierte Konsumenten, ja. Jetzt hier YouTube oder sowas, sag ich mal, sind es vielleicht 95% oder sowas. Das sind so zwei Sätze. Also der erste Satz ist so, dieser komische Typ ist ein schlimmer Rassist. Das würde er, glaube ich, auch nicht sagen, sondern das ist, was ich eben meine. Er will damit praktisch diese Öko-Nazis, die jetzt schon wieder, das ist ein schlimmer Rassist. Aber in ihrer Denkweise würden die aber dann nicht irgendwie diesen Neger irgendwie Wort irgendwie benutzen. Das heißt, es könnte sein, dass er zweimal diesen Sprung macht, ja, dass er irgendwie, und deswegen, das ist der Punkt, ich habe es nicht verstanden. Ja, und ich schätze mal, die meisten haben es auch nicht verstanden. Was ich damit sagen ist, wer irgendwas nicht versteht, ja, weil sein intellektueller Horizont nicht ausreicht und diese verwirrende Doppelte irgendwie, die der Boris Palmer da irgendwie dahin geworfen hat, wer das nicht versteht, der sollte die Klappe halten. Ja? So, darauf will ich hinaus. Die Kritik ist eben dann von wegen, das ist ein Politiker, der darf solche komplizierten Sachen nicht sagen. Das wird missverstanden und ein Politiker muss wissen, dass man so Ironie irgendwie, dass es immer nach hinten losgeht und deswegen ist das, was der Boris gemacht hat, falsch und böse, weil er zu intelligent gesprochen hat. So, und da möchte ich euch nämlich jetzt ein Zitat und dann bin ich, glaube ich, nämlich schon durch. Ja, das habe ich auch schon immer wieder, das sollte jeder kennen, ja, der sich irgendwie mit diesen ganzen Thematik beschäftigt. Also, jede Propaganda hat volkstümlich zu sein und ihr geistiges Niveau einzustellen auf die Aufnahmefähigkeit des Beschränktesten unter denen, an die sie sich zu richten gedenkt. Damit wird ihre rein geistige Höhe umso tiefer zu stellen sein, je größer die zu erfassende Masse der Menschen sein soll. Tja, wer hat's gesagt? Adolf Hitler. Und wo hat er es gesagt? Mein Kampf. So. Also lese ich weiter. Handelt es sich aber wie bei der Propaganda für die Durchhaltung eines Krieges darum, ein ganzes Volk in ihren Wirkungskreis zu ziehen, so kann die Vorsicht bei der Vermeidung zu hoher geistiger Voraussetzungen gar nicht groß genug sein. Tja, das ist sehr intelligent, sehr schlau. Erkannt. So, und auf welchen großen Kampf sind die Öko-Nazis? Das ist nicht nur einer. Und welcher Krieg gilt es durchzuhalten? Ja, und das ist jetzt eigentlich, denke ich, irgendwie, also das da irgendwie mit dem Cancel Culture und Ironie, das ist irgendwie, ja, das kennen wir alle schon, ja. Aber im Grunde drückt jetzt dieses aus, dass jetzt irgendwie, ein Politiker darf irgendwas nicht sagen, was missverstanden werden, er muss sich irgendwie, das niedrigste Niveau, er darf nur noch in Hauptschülerniveau irgendwie große Sprüche klopfen oder so und das muss natürlich von den Ökonazis dann abgesegnet sein oder so. Faschistoide. Ja, kann ich auch jetzt Orwell 1984 im ist eigentlich Pflichtlektüre, ja. Das ist die Newspeak, also wo bewusst irgendwie das Vokabular reduziert worden ist, damit die Menschen nicht mehr auf falsche Gedanken kommen können. Ja, also was ich am Anfang meinte, aber ich glaube, das Wort Neger darf man überhaupt nicht mehr sagen. Das muss gestrichen werden, das gibt es nicht mehr. Es darf, weil jegliche Verwendung dieses Wortes für Menschen, die irgendwie die Hirnwindung irgendwie dem jetzt nicht folgen konnten oder sowas missverstanden werden, deswegen muss es gestrichen werden. Ja? Ist so ein Grundpfeiler.
Ja, und deswegen, wenn ich jetzt irgendwie, ich sag's nochmal, also das war dumm von dem Boris Palmer, ja. Davor jetzt irgendwie die Sachen da mit der Bahn und so, das kann man ja noch irgendwie als Kritik irgendwie, dass es eben, ne, irgendwie, dass wir hier diese Multikulti-Gesellschaft irgendwie per Sozialismus irgendwie raufdrücken wollen, damit wir irgendwie alle friedliche Menschen werden, ja. Oder die Sache irgendwie mit dem Corona, dass die irgendwie die Alten eh bald sterben oder sowas, ja. Das sollte ja wirklich den, erstens war es, habe ich ja Videos vor, irgendwie, waren nicht 3 Monate, sondern 6 Monate, wie ich es ausgerechnet habe. Hatte ja schon irgendwie dann den Sinn, dass man sich dann eben darauf konzentriert, diese Menschen, die eben irgendwie gefährdet sind, dass man die schützt und irgendwie nicht alle gleich oder sowas, ja. Das hatte ja noch Sinn. Ja, während jetzt hier, der Boris ist halt auch so ein kleiner Querulant. Ja, das ist jetzt dumm irgendwie, sag ich mal, irgendwie jetzt mit Entschuldigen ist es auch nicht so weit. Ich meine, er sollte sich halt wirklich eine schöne Strafe für sich ausdenken, ja? Um es ganz krass zu sagen, er sollte sich von irgendeinem schwarzen Schwulen irgendwie in den Hintern ficken lassen, ja? Und das als Porno dann irgendwie bei Pornhub irgendwie oder X irgendwie hochstellen. Also, das wäre, wenn er das wirklich so machen würde, dann könnte man sagen, okay, dann darf man auch irgendwie so einen Fehltritt sich leisten, ja. Und dann soll er halt irgendwie eine Geldstrafe irgendwie zahlen. Also, irgendwie muss da schon so eine Bereitschaft sein, dass es ihm wirklich irgendwie, aber das eigentliche Problem, ja, weswegen ich das jetzt bringe, irgendwie, Boris ist jetzt halt irgendwie mal ins Fettnäpfchen getroffen. Ist das halt irgendwie wirklich so ein Trend ist, dass komplizierte Gedanken, dafür ist die Welt zu blöd. Und damit die Welt noch funktioniert, darf niemand mehr was Kompliziertes sagen, was missverstanden werden kann. Und dann irgendwie alle, ne, jetzt Adolf Hitler. Also, schönen Gruß an die Grünen, die ich übrigens natürlich dieses Jahr gerne wählen werde. Ja, also. Ich halte überhaupt nichts von diesem ganzen Gender-Gagger und so, aber ich meine, es ist die einzigen, die was bewegen können, ja, mit Klimakrise und so, sind nun mal die Grünen und deswegen würde ich gerne so, ne, 2021 wird grün. Außer Boris macht irgendwie eine eigene Partei, dann kriegt er meine Stimme, ja, aber sonst irgendwie, auch wenn ich sie mit den Ökonazis irgendwie, es ist immer noch irgendwie besser, also es sind diese drei Formen von Faschismus. Der linke Faschismus, der rechte Faschismus, die sich gegenseitig bekämpfen, und der konservative Faschismus, der die beiden immer vor sich herschiebt, und die wollen halt irgendwie Revolution, aber sind eigentlich leer, weil sie sich nur irgendwie gegenseitig über den Kampf gegeneinander identifizieren, und von hinten kommt halt die CDU und christliche Blabla, und deswegen den Ökonazis traue ich eigentlich noch, dann doch noch am ehesten zu, so eine liberale Gesellschaft zu haben, während die FDP ist irgendwie dann doch nur dem Kapitalismus verschrieben, ja. Und ich würde es halt wirklich irgendwie, ich freue mich, dass der Palmer da irgendwie so streitkräftig immer in den Grünen noch irgendwie für diese Vielfalt irgendwie steht. Ja, okay. Dankeschön. Tschüss.